Das ist das Buch, was mich zum bibliophilen Menschen gemacht hat, zum Vielleser gemacht hat. Und letztendlich werde ich durch dieses Buch zum Buchhändler, weil Bastian sowie auch Adreu haben mich in eine Welt eingeladen, damals als Kind. Und diese Welt habe ich eigentlich zum Glück immer noch nicht verlassen. Sie ist bevölkert von Wesen, die toll sind, Angst machen können, aber auch gleichzeitig Mut machen können. Wir treffen auf Fuchur, wir treffen auf Kmork, Xaide, Raugaman, die Ikramul, sowie auch die uralte Morla. Es hat immer diese Vermischung zwischen unserer Welt, Bastian, und nachher der Welt in Phantasien, die sich natürlich nachher verbindet. Und das ist gerade dieser spannende Moment, der erste Gänsehaut-Moment, den ich hatte, als Fuchur von den vielen gefangen worden war und Bastian vor Schreck beim Lesen schreit und Adreu das in Phantasien hört. Das war so der erste Moment, wo ich damals als Kind pure Gänsehaut hatte und gleichzeitig später, als er Kmork trifft und Kmork sagt, für uns Wesen, Phantasien ist es was Einfaches, in die Welt der Menschen zu gehen. Wir müssen einfach nur ins Nichts gehen. Aber was werden wir, wenn wir ins Nichts gehen? Wir werden eine Lüge. Also ein Buch, in dem es viel zu entdecken gibt, immer wieder neue Welten zu erschließen. Und ich hoffe, dass Phantasien weiterhin viele Menschen erreicht und viele Menschen immer wieder nach Phantasien reisen können und werden gerade jetzt durch diese wunderbare Ausgabe. Also Phantasien ist in Gefahr, das Nichts breitet sich immer weiter aus, weil wir sind so visuell fixierte Menschen geworden, dass wir immer wieder auf Bilder achten, auf Bilder schauen müssen, um unsere Fantasie anregen zu können. Daher sind solche Bücher so wichtig, weil man jetzt einfach eintauchen kann und im Kopf der ganzen Geschichte selber folgen kann und Phantasien dadurch wieder retten kann und der kindlichen Kaiserin hoffentlich einen neuen Namen geben kann.